unsere HLFs 40.1 und 40.2 sind beide bauchgleich, haben einen Nennförderstrom von 2000 Liter die Minute und beide einen 2000 Liter Wassertank mit verbaut. Kurz zur Pumpe selber, die Entwässerungshähne ganz klassisch hier unten mit dran. Hier wieder zwei Tankeingänge, um den Tank zu befüllen. Diesmal haben wir vier Abgänge, zwei links, zwei rechts, wo auf dieser Seite hier noch die Besonderheit ist, dass wir über den gelben Abgang auch über die Schaumzumischung fahren können. Und hier findet sich ganz klassisch noch der Hebel für den Schnellangriff. Dann können wir hier oben bei der unklaren Wasserabgabemenge, dass sich das Ganze nicht übermäßig erwärmt, hier die Tankfüllleitung öffnen, dass eine Zirkulation stattfindet. Des Weiteren haben wir hier oben noch natürlich den Zählerstand und den Pumpenbedienstunden, die Umfeldbeleuchtung, den Triebblitz hinten dran, zwei Schalter für den Funk. Diese Taste hier ist für die automatische Tankfüllabschaltung. Darüber haben wir dann natürlich auch das Manometer für den Tankfüllstand und den Tankdruckeingang. Daneben dann ganz klassisch den Turomat, welchen man über ein Handbedienrad regeln kann. Wenn man diese Taste drückt, dann bleibt die Pumpe konstant bei diesen hier eingestellten 6 Bar. Ob jetzt mehr oder weniger Wasser abgegeben wird, regelt die Pumpe dementsprechend nach. Dann ein Feld weiter haben wir wieder die Manometer für Pumpeneingang, Pumpenausgang. Diesmal haben wir den Gashebel in Form von Plus-Minus-Tasten ausgeführt. Natürlich die Druckluftüberwachung noch und mit einer der wichtigsten Knöpfe der Pumpen ein. Nebendran befindet sich noch die Steuerung über den Lichtmast, wo auf dieser Seite die Fernbedienung dafür verbaut ist. Und dann kommen wir schon zu dem oberen Teil, über den die Schaumzumischung gesteuert wird. Die wird einfach über diesen Knopf hier eingeschalten, geht dann automatisch sofort mit an, befindet sich nach dem Einschalten immer bei 0,1% Zumischung. Diese kann wahlweise über die Tasten auf Anweisung des Gruppenführers verändert, verringert oder erhöht werden. Dann noch wichtig zu beachten, die Tankanzeige für den Schaummitteltank und daneben dran noch die zwei Tasten für Schaumspülen und Schaumpumpe entlüften. Ganz klar auch hier wieder in der Mitte verbaut unser Pumpenumschaltrad, mit dem die Pumpenumschaltklappe zwischen Saug- und Tankbetrieb umgeschalten werden kann. Und auch hier, wenn wir die Pumpe in Betrieb nehmen, natürlich die Pumpe einschalten, wahlweise dann über einen der Abgänge das Wasser abgeben. Es kann über Plus- und Minustasten die Wasserabgabe verringert oder erhöht werden. Und wenn sie konstant bleiben soll, natürlich alles über den Turomat gesteuert. Ebenso auch wieder, wenn wir den Saugbetrieb fahren, dann lassen wir die Pumpenumschaltklappe auf Saugbetrieb, schließen hier vorne unseren Saugkorb an, schalten die Pumpe ein. Auch hier wird es einige Zeit dauern, bis das Wasser an der Pumpe ansteht, ist dann wieder über diesen Buckler am Pumpeneingangsmanometer erkennbar und dann kann man über einen der Abgänge Wasser dementsprechend wieder abgeben.